Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder Gudi, jetzt haben wir Let's Play Horizon Zero Dawn und wir haben endlich mal dran gedacht zu verkaufen in der letzten Folge. Nein, wir haben natürlich noch mehr gemacht. Wir sind jetzt fast schon angekommen hier an der Stelle, wo Silence uns gebeten hat, sich einzufinden, um nämlich das Netzwerk der Maschinen zu zerstören, zu stören. Ah, genau. Das Eclipse-Fokus-Netzwerk. Oh, Moment. Nicht wir. Ich mache die Gefährdung. Du hörst nur mit. Ja, sie ist cool drauf. Aloy ist echt richtig cool drauf. Ein Spiel, was gut aussieht mit coolen Charakteren. Ihre Sprüche sind nett. Passt. Da sind die Handgriffe, wie du gesagt hast. Hast du gehört, Silence? Nein? Das Schweigen im Walde. Ich sag doch, sie ist cool. Na, hier geht's doch bestimmt irgendwo weiter hoch. Irgendwelche Griffe, die ich gerade nicht sehe. Ach ja. Na, da sehe ich auch ein Lagerfeuer. Okay, was jetzt? Du wartest einfach. Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch in der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Es gibt also Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Silence gehörte also zur Eclipse. Ganz schön eng. Hm? Duck dich da durch, Mausi. Ja, da ist Ducken, ne? Kurz die Taste gedrückt fürs Ducken. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten, die als Reserve auf dem Krieg waren. Du musst da nicht. Ja, ist halt nicht stören. Der ist gerade so perfekt vor meiner Tür. Das muss ich gerade ausnutzen. Da muss ich Silence unterbrechen. Na, kann ich hier auch gleich noch ran? Ja, der kommt sowieso nah genug dran, ne? Ah, die verderbt es wieder. Nee. Ah, diese Vögel, die hasse ich ja schon als nicht verdorben. Komm, kritischer Schlag, ja. Oh, da geht auch nicht viel runter. Oh, Stufe 34 erreicht. Ah, Mann. Hat er lebt noch? Hm.
Okay. Mehr beseitigt als geplant, aber okay, lief ja gut. Wollten wir uns nicht beklagen, ne? Zumal den Schatzvogel gleich weg. Ah, das ist noch so ein Langbein. Ich glaube, ich bin sicher. Ganz schön weit weg, ne? Der schnellste Weg nach unten. Ja, nach unten? Wieso nach unten? Wollen wir nach unten, Mausi? Ach, na. Passt das? Ich weiß es nicht. Nee, passt nicht. Kann ich den nochmal anlocken? Wie sie immer so zurückspringen, das ist so geil. Nein, ich muss wohl nach oben. Da oben ist ja auch nochmal Tarnung. Sag ich, hier ist nochmal Tarnung. Ich muss den Kampf gewinnen. Oh, keine Munition? Scheiße, was habe ich denn gemacht? Na, kriegst du das hier mit Pompe. Einen brauchst du noch? Einen brauchst du noch? Okay. Den kannst du haben, mein Junge. Den kannst du haben. Ah, da klettern wir irgendwie lang. Der hat wahrscheinlich auch ganz sneaky die ganzen Gegner über... gehen können. Komme ich hier hoch? Diesen. Ach, ich dachte irgendwas, das wäre weiß. Ich dachte, das wäre zum Anfassen gewesen. Ach, hier kann ich doch. Hier kann ich doch. Goodie. Es sieht echt so mega elegant aus, was sie da treibt. Ah, hier. Entfernte Explosion. Ignoriere sie. Ist nicht deine Sache. Oh oh. Was haben wir da? Plünderer. 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 Damit ich auch gar keine Langeweile bekomme. Plünderer. Ey. Das wird hier nicht langweilig. Ob ich mal diesen Zersprenger nehme? Au, der ist gleich down. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, dass ein Plünderer überlebt. Kann ich den ranpfeifen? Ja, der da hinten kommt nicht, das ist gut. Komm ruhig näher, komm her. Dann geht das ja alles. Na, hast du was gesehen? Dann komm nachgucken. Wenn du was gesehen hast, komm nachgucken.
Aloy wartet hier und spielt mit dir. Verständnis muss beseitigt werden. Ja. Ich muss aber auch hier die Maschinen, ne? Silence. Große Klappe, nichts dahinter, sag ich mal bei dir, ne? Finde ich schön, dass der Schädelschlag auf so eine schöne große Entfernung geht. Mal warten, dass er sich umdreht. Da muss ich gucken, wie ich den erwische. Kann ich jetzt nicht so gut sehen, da oben, wo ich da wieder Tarnung habe. Da ich glaube, da wo in der Mitte dieses goldene Geflimmer ist. Ich glaube, da wäre Tarnung, aber ich versuche den nochmal ranzupfeifen. Vielleicht kommt er ja hier runter. Er kommt, komm näher, gleich haben wir dich. Sag ich ja, schöne große Entfernung, wo das funktioniert. Ist das Leben? Ne, Feuerbrennwurzel. Aber ganz schön bitter. Ganz schön bitter, Molly. Achso, hier ist auch gar nichts mehr. Okay. Der Langhals ist hinter der Kante. Du siehst ihn, wenn du oben bist. Du musst schnell handeln. Du musst die Sache erledigen, bevor sie Alarm auslösen. Dann mal los. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Oh, toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Es ist so lange her, dass ich Meridian gesehen habe. Dasselbe gilt für Sonnen. Mir tut alles weh, wenn ich arbeite. Und auch dann, wenn ich nicht arbeite. Nimm den Ibuprofen, Menno. So, der geht weg. Schräger Stammüberrest eines kahlen Baums, schwache Verwurzelung. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Da draußen hat jemand auf uns abgesehen. Ja. Da. Ah, da. Take your time, Goody. Ganz in Ruhe. Au, oh, irgendwas. Schnell wieder in Deckung.
War bestimmt der Ausguck da oder so. Nee, war nix. Alles ruhig hier, alles ruhig hier. Leute, alles ruhig. Was ist denn das hier hinten mit dem Baumstamm? Na, hier komme ich aber nicht rüber. Würde ich jetzt mal so sagen. Nee, da komme ich nicht durch. Wo ist er genau? Ach, da ist er. Ja, ich sehe ihn gar nicht. Ach, da, oh Gott, wie blind bin ich denn? Drei Männer starben, also. Oh, oh, oh. Weg, 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 weg. Hier liegt eine Leiche. Jemand von uns hat es erwischt. Jupp, das kannst du so sehen, mein Junge. Jemand von euch hat es erwischt. So soll's laufen. Nur der Elite-Typ, der... Ich habe jetzt einen Anführerschlag, ich könnte ihn also ausschalten, wenn ich irgendwo getarnt bin, mit dem stillen Schlag. Er guckt nur in die falsche Richtung. Nee, er guckt in die richtige Richtung. War da etwas? Ich glaub schon. Ah, ich würde ihn ja gerne. Zeig dich jetzt. Ja, dafür haben wir den Trainingspunkt investiert. Ist da vorne ein Kampf? Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. So, was war das jetzt hier für eine Rüstung? Diese Rüstung. Sie kann nur einem Mann passen. Heles. Oh, hier sind eine Menge. Ist eine Hütte? Nicht gerade toll. Was hast du erwartet? Seine einzige Extravaganz ist seine Brutalität. Du kennst ihn also. Nur so gut, dass ich ihn stoppen will. Mein Gebieter, der 13. König des Kata-Sonnenreichs, wurde ermordet. Von Feiglingen, die eine strenge Herrschaft mit Wahnsinn verwechselten. Die Starken werden heimgesucht von den Schwachen. Das waren seine Worte, als die Verräter angriffen. Als ihre Kanonen, geschmiedet von Osseram Abschaum, die Festungsmauern schleiften und die Tore aufsprengten. Ich hätte bis zum Ende gekämpft, aber es war sein Wille. Der Wille der Sonne, dass ich den Prinzen und die Königin nach Westen führte. In Sicherheit. Mein Gebieter zögerte nicht. Er sah sein Schicksal. Er blickte in die Sonne und blinzelte nicht. Mit mir schickte er Falken, Adlige, Sonnenpriester und Sklaven aus. Ich tötete alles, was uns aufhalten wollte und kämpfte einen Weg nach Sonnenfall frei. Dort sollten wir uns zusammenschließen und Kräfte sammeln, um unsere Heimat zurückzuerobern. Doch unsere Kraft schwand, bis der verborgene Schatten ans Licht gebracht wurde. Okay. Schwäche, ja, also das wurde... Naja, ich fand den jetzt nicht so nett, den Sonnenkönig.
Na Mensch, hat er nicht abgespielt, weil ich ja wohl gerade hier dieses Vorratskiste durchsuchen auf A, auf Dreieck hatte. Jeden Morgen erwache ich aus demselben Albtraum. In derselben Realität. Das heilige Meridian in den Händen von lasterhaften Gestalten. Unwürdigen. Der Turm, der wie ein glitzernder Stachel in meinem Geist am Horizont aufragt. Jeder Morgen im Exil ist ein Symbol des Versagens. Aber die Tage sind gezählt. Ich werde Meridian zurückerobert sehen. Die Lasterhaften vernichtet und einen wahren König auf dem Thron. Ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Naja, Verkünder der Prophezeiung, ich würde mal sagen, du bist ganz schön verblendet, mein Junge. Als ich den verborgenen Schatten zum ersten Mal erblickte, erzitterte ich. War ich nicht der Auserwählte der Sonne? Ein strahlendes Licht des Glaubens, das die Dunkelheit zerreißt und vertreibt? War es nicht an mir, diesen Teufel zu vernichten? Aber Hohepriester Bahavas unterwies mich in der Prophezeiung und rückte mir den Kopf zurecht. Der Mörder des wahren Sonnenkönigs durchbrach den kosmischen Kreislauf kurz vor seiner Vollendung. Die ganze Welt in Dunkelheit gehüllt. Verdammt. Um neu zu beginnen und das Rad der Zeit zu drehen, braucht es mehr als Sonne und Glauben. Alle Kräfte müssen vereint werden. Alle Hälften der Natur für die eine Sache zusammengebracht werden. Schatten zur Sonne, Nacht zum Tag. Selbst der verborgene Schatten will, dass das Rad sich dreht. Denn ohne eine Sonne am Himmel gibt es keinen Schatten. Und eins haben wir noch. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Und doch, als meine Frau im Kindbett starb und mein ungeborenes Kind mit in den Tod nahm, bemitleidete ich mich selbst. Mein Gebieter spürte das. Aber anstatt mich für meine Schwäche zu bestrafen, erwies er mir eine strahlende Ehre. Er befahl, meine Angehörigen in den heiligen Höhlen zu begraben, die Königen und Helden vorbehalten sind. Unvorstellbar. Niemals wieder sollte ich bezweifeln, dass ich der Auserwählte der Sonne bin. Niemals wieder sollte das Mitleid seinen Weg zu mir finden. Weder mir selbst gegenüber, noch anderen. Ja, schlimm ist, solche Fanatiker glauben ja den Krempel auch noch, ne? Das ist ja einfach so. Gut, ich würde sagen, damit sind wir für heute durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier sind viele Datenpunkte. Damit sind wir für heute durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst den oben den Daumen. Richtig, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit Fanatikern, die wir der Sonne zuführen werden oder so ähnlich. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.